Tor auf zum Topagra-Schleppervergleich der stärksten Standardschlepper. Die Flaggschiffe müssen als erstes die strengen Abgasgesetze erfüllen. Und die Firmen bauen in die Topklasse die neuesten Entwicklungen ein. Wir vergleichen die stärksten Standardschlepper erstmals in der Praxis und auf dem Prüfstand. Es ist ein Test der Gegensätze. AdBlue gegen Partikelfilter, Stufenlos gegen PowerShift, Ackerklasse gegen Allrounder. Wohl selten hat uns ein Schleppertestprojekt so sehr beansprucht wie dieser Vergleich der aktuellen Königklasse. Case IH Magnum 340 EP. Das größte Modell der fünf Typen der aktuellen Reihe aus dem Werk in Racine, USA. Der Motor von FPT, Fiat Powertrain Technologies, heißt Cursor 9. Er hat 8,7 Liter Hubraum und eine SCR-Abgasanlage. Die Nennleistung beträgt 276 kW oder 375 PS. Das Full Power Shift Getriebe, 50 km/h, bietet 19 Vorwärts- und 4 Rückwärtsgänge. Der Magnum teilt sich weitgehend den Antriebsstrang und die Kabine mit dem New Holland. Der FPT-Motor des Magnum zeigte sich vor allem unter Volllast von seiner besten Seite. Dazu kommt natürlich jeweils der AdBlue-Verbrauch. Der Schlepper ist auf dem Acker bei schweren Zugarbeiten in seinem Element. Dann harmonieren Motor- und Getriebeautomatik und das effiziente Getriebe sehr gut. Dafür ist der Magnum kein Transportprofi. Sein Fahrkomfort auf der Straße überzeugt weniger. Die Bedienung ist einfach, die Verarbeitung, vor allem der Kabine, könnte etwas besser sein. Punkten kann der Magnum vor allem beim Layout der Armlehne mit dem Folientasterfeld ICP, wenn auch alle Tasten gleichförmig gestaltet sind. Der Multifunktionshebel bietet viele Funktionen und ist klar zu bedienen. Nur die Tasten könnten etwas größer sein. Der Schlepper hat das schöne neue Touch Terminal AFS Pro 700 mit ISOBUS. Fendt 939 Vario. Der 939 rundet die 900er Reihe nach oben ab. Er wird im Fendt-Werk in Marktoberdorf gebaut. Die Nennleistung des 7,8 Liter Deutz Motors 213-L06-4V beträgt 276 kW bzw. 376 PS nach EC. Das stufenlose Getriebe ML260 beschleunigt den Schlepper auf 60 km/h. Der 939 Vario ist mit einem SCR-Katalysator ausgestattet. Getriebe und Hinterachse finden sich auch in den Schleppern von MF und Valtra. Das Arbeiten mit dem Fendt macht Spaß. Der Schlepper zeichnet sich durch hohen Fahrkomfort bis 60 km/h aus. Die Bedienung ist übersichtlich und der Schlepper bietet viele Einstellmöglichkeiten. Motor und Vario-Getriebe harmonieren unter allen Testbedingungen. Die Messwerte des Motors und der Hydraulik sind keine Rekordwerte. Sie bewegen sich im Umfeld der anderen Testkandidaten. Der AdBlue-Verbrauch lag über dem Durchschnitt. Neben Valtra bietet Fendt als einziger eine optionale Rückfahreinrichtung ab Werk an. Den großen Monitor haben wir bereits im Vergleich der Bedienkonzepte im Heft 1 2011 gelobt. Die Kombination aus Touchscreen und Drehdrückgrat ist praxisgerecht, die Menüführung übersichtlich. Wir haben zwei John Deere im Test gehabt. Einmal den John Deere 8335R als stärksten Powershifter aus dem Programm und den 8360R mit stufenlosen Antrieb. Der 8335R ist der stärkste Powershifter in der Standardklasse aus dem Traxtorenwerk in Waterloo mit 246 kW bzw. 335 PS Nennleistung. Der neue PSX-Motor hat 9 Liter Hubraum, gekühlte Abgasrückführung, Diesel-Oxidationskatalysator und ein Partikelfilter und kommt komplett ohne AdBlue aus. Das 40 km/h Full Power Shift bietet 16 Vorwärts- und 5 Rückwärtsgänge. Das Topmodell der Standardschlepper aus dem amerikanischen John Deere-Werk ist der 8360R. Er hat 265 kW und 360 PS. Der John Deere PowerTech Motor PSX verfügt über die gleiche Technologie wie sein kleiner Bruder 8335R. Der Schlepper hat das John Deere eigene stufenlose Getriebe Autopower mit 50 km/h Höchstgeschwindigkeit, ist ansonsten baugleich mit dem 8335R. Der Motor hatte vielleicht einigen Messpunkten ein geringfügig